Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Berner Digitaltag 2021 hier aus dem Berner Erlacherhof. Über 60 Programmpunkte, über 100 Teilnehmende erwarten uns heute mit spannenden Referaten und Diskussionsrunden rund um Digitalisierung. Ja, was sind die spannenden Digitalfragen 2021? Wo steht da die Stadt Bern? Wie fest ist Stadt Bern schon Smart City? Wie steht es um andere Themen wie die E-ID oder das Patientendossier? All das wollen wir heute in spannenden Gesprächsrunden thematisieren. Und als erstes habe ich jetzt zwei Herren hier, und zwar der Berner Stadtpräsident Alec Fograferiert und Jonathan Gimmel, Leiter Digital von Stadt Bern. Guten Morgen, die Herren, herzlich willkommen. Ja, Alec Fograferiert, wie digital sind wir im Moment? Ja, du hast gefragt, wie digital ist Stadt Bern, wie weit sind wir? Ich finde immer, man kann immer noch weitergehen, oder? Also, es ist immer ein Anstreben, wir sind immer am Weitergehen. Wir sind gut unterwegs, aber wir sind noch überhaupt nicht dort, wo wir hergehen wollen. Und darum braucht es natürlich die Digitaltage. Ich wollte sagen, darum machen wir die Veranstaltung heute überhaupt. Ja, Jonathan Gimmel, der Berner Digitaltag wird wieder digital durchgeführt. Warum? Ich glaube, das virtuelle Format hilft uns einfach, dass wir eben über die Berner Grenze auskommen. Der Berner Digital ist nicht etwas, das ja nur die Stadt berührt, sondern den ganzen Lebensraum, in den Kanton hinein. Also wir wollen eigentlich im Austausch stehen und wir haben auch für die Gäste, die aus dem ganzen Kanton kommen, von Biel bis Thun, für einfach die Fragen zu beleuchten. Und das hilft. Wir können arbeiten, also den Tag durch irgendwo einblenden in einen Block. Wir haben so viele spannende Gespräche, dass das einfach sich perfekt anbietet, das virtuelle Format. Was ist jetzt anders vielleicht zum letzten Digitaltag? Ich weiß zum Beispiel, wir haben drei Streaming-Kanäle heute den ganzen Tag. Also nicht nur einen, sondern eigentlich parallel auf drei Streaming-Kanälen, wo das Programm stattfindet. Ja. Letztes Jahr hatten wir die Digitaltage. Wir hatten eigentlich zwei Tage ein voll durch moderiertes Programm. Jetzt eigentlich das gleiche von zwei Tagen an einem Tag. Darum die Parallelität. Das lässt dazu, dass wir in diesen Kanälen länger drinbleiben können. Das ist auch ein gutes Format. Oder? Wenn wir vertieft diskutieren, länger, dann können wir im Impuls bleiben vom Publikum, Fragen beantworten. Und der Witz ist ja, das sind ja nicht Wahrheiten, die wir hier erzählen, sondern wir stellen uns selber auch zur Diskussion. Das ist eine diskursive Plattform, da ist auch Kritikplatz an. Und auch zu Recht die Frage, ja, wenn man das schon so weiss, was es alles brauchte, warum können wir nicht vorwärts, wie der Stadtpräsident gesagt hat, warum gibt es nicht mehr Nutzen aus diesen digitalen Möglichkeiten, warum die müssen so schwer, wie beispielsweise an dieser Vertikalität Stadt, Kanton, Bund. Also das sind wirklich so spannende Reibungsstellen, die wir mit ganz vielen Expertinnen und Experten diskutieren. Ja, Bevölkerung mitnehmen, Bevölkerung soll mitdiskutieren, alle Fotografien. An wen wendet sich der Digitaltag genau? Ja, grundsätzlich schon alle, aber zuerst sind natürlich die interessierten Kreise, die an dieser Digitalisierung auch mitschreissen wollen, die Ideen haben, dass sie die Ideen mitbringen, aber schlussendlich nachher also auch an eine breitere Öffentlichkeit, die der reinhören kann, sagen, interessiert es mich und vielleicht können wir ja die eine oder andere noch motivieren, zusätzlich sich auch mehr zu engagieren und ihre Ideen noch einzubringen. Es ist ein Vernetzungsanlass, sollen alle die wollen mitmachen, sollen auch können vernetzt werden. Bern will Smart City sein. Bern ist schon ein bisschen weit Smart City. Aber was stehen wir jetzt konkret in diesen Digitalfragen? Wie weit sind wir und müssen es noch ein bisschen mehr Gas geben? Ich glaube, wir sind dran. Also wir sind dran, Gas zu geben. Vielleicht so zum Einordnen vom grossen Bild, das wir besitzen, ist sehr viel eben so in den Silos gelaufen. Haben wir sehr viel so einzelne Stränge verfolgt. Und was wir jetzt dran sind, ist eigentlich alles am Vernetzen. Und darum auch die Digitaltage oder der Digitaltag als Vernetzungsanlass, für das Ganze zusammenzuhängen. Und es zeigt sich auch so bei unseren wichtigsten Projekten, was wir möchten, ist zum Beispiel, dass wir nicht mehr einzelne Plattformen haben, wo man einen Service von der öffentlichen Hand oder auch sonst noch jemand abholen, sondern dass eigentlich die Plattformen sich miteinander verbinden und schlussendlich auf dem gleichen Weg können erreicht werden. Also alles soll einfacher werden, eben smarter werden oder so, wie ich es selber gerne sage, es soll einfach gebiger werden. Oder? Ja, Jonathan Gimmel, das heisst, für die Bevölkerung oder für mich persönlich muss ja das auch ein Ziel haben, nämlich mein Leben wird gebiger durch Digitalisierung. Genau, es gibt so in der Infrastruktur, in der Grundversorgung, wenn wir die digitalen Mittel einsetzen, dass alles gäbiger geht, dass die Formulare nicht musst ausfüllen und abschreiben, so das Durchlässige, das ist so die eine Welt. Wir wollen auch Technologie einsetzen, damit wir auch Ressourcen können sparen können, beispielsweise in Energie, beispielsweise in Verkehrssteuerung, wo man es nicht so spürt, oder? Wenn ein Bus schlauer fährt, wenn man
wenn die Feuerwehr hindernisfrei an Schadensplatz kommt, das ist jetzt nichts, was dein Leben direkt beeinflusst. Aber es gibt noch einen dritten Teil. Digitalisierung bedeutet ja eben auch die Chance, dass wir neue Zugänge schaffen können zu Bevölkerung, die weiter fort ist, vielleicht von dem Mainstream. Gegen Menschen mit Migrationshintergrund, die andere Sprache, andere Kultur. Und dort schaffen wir wie neue Zugänge. Und ich denke, das ist auch die grosse Chance, dass wir eben inklusive Gesellschaft vernetzen mit diesen digitalen Möglichkeiten. Und das ist eine Art auch ein bisschen unser Versprechen. Vielleicht sind wir technologisch nicht super Nerds in der Schweiz oder weltweit, aber in der Inklusion, das passt auch zu unserem politischen Verständnis. Dort wollen wir einen drauflegen, da wollen wir messbar sein. Also wirklich so als Leuchtturm innerhalb der Schweiz. Jetzt wird man ja möglichst viel machen oder es wird man möglichst schnell machen oder auch nur in einem realistischen Zeitraum. Aber man kann natürlich nicht alles auf das Mal, wir müssen natürlich Prioritäten setzen. Wie setzt man da wo Prioritäten? Das haben wir gemacht. Wir wollen also Digitalisierung, aber genau wie du sagst, also wenn du einfach sagst, wir wollen alles machen, dann tust du dich verzetteln. Und wir haben ein paar Kernprozesse definiert, wo wir gesagt haben, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wir den einheitlichen Zugang jetzt schaffen. Dort haben wir auch gesagt, das können wir nicht als Stadt Bern allein machen. Das machen wir mit dem Kanton zusammen, mit den anderen Städten im Kanton zusammen. Also, dass wir sagen, und wir wollen den einheitlichen Zugang schaffen zu möglichst allen Dienstleistungen. Das ist ein Schwerpunkt, den wir setzen. Und dann haben wir noch zwei, drei andere Schwerpunkte, die wir auch einsetzen, wo wir das Gefühl haben, wo nachher so wie ein Schneepflug eigentlich sehr viel aus dem Weg räumen und eigentlich den Weg frei machen Richtung Digitalisierung. Aber der einheitliche Zugang, ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Baustein. Was sind Highlights vom heutigen Tag für euch, Jonathan? Ja, also ich glaube, der Bogen ist einfach sehr weit gespannt. Das ist auch noch interessant. Wir tun ja die Gäste, die mit uns mitdiskutieren, das sind viele Beiträge von ihnen selber. Und wir haben eigentlich Fragen von Demokratie, Fragen vom Datenschutz, sogar Cyber Security mit der Kantonspolizei. Wir haben auch eine wichtige Rolle für die Politik. Und das möchte ich auch noch beleuchten. Oder? Die Politik ist ja gerade die Frage von Identifikation, EID als Stichwort, auch eine wichtige Rolle, das Vertrauen, das die Bevölkerung sehr hat, den Staat eben auch noch weiterzuentwickeln. Dass wir überhaupt aus den Startflöcken rauskommen mit so zentralen Fragen wie diesen Plattformen. Also wir haben einen grossen Mix und jetzt will ich noch ein weiteres Thema schlagen, nämlich zur Wirtschaft. Die Wirtschaft, die ja in diesem Netzwerk ganz eine zentrale Rolle spielt, weil sie bietet ja dann Lösungen an. Es ist vielleicht unsere Aufgabe, die Übersetzungsarbeit zu leisten. Aber wir sind ja nicht nur im Start-up-Bereich, wir sind auch im Bereich, wo wir wirklich über relevante Fragestellungen von diesen Zugängen diskutieren. Und ist klar, ich meine auch, die Wirtschaft hat Vorstellungen, wie wir uns als Stadt, als Staat, als Netzwerk von der Behörden sollen verhalten. Ich glaube, wir haben wirklich auch noch einiges an Gas zu geben, für deine Worte zu formulieren. Also es ist ja immer wie ein Auftakt, oder? Es ist zwar der zweite Digitaltag in dieser Form, aber es ist auch ein neuer Auftakt, der Themen von letztem Mal mitnimmt und eigentlich noch auf eine neue Maturitätsstufe schickt. Und da freue ich mich sehr drauf, auf die Energie, die da mit uns funktioniert, ohne dass wir das da staatlich steuern, sondern das lebt von den Initiativen der Leute selber. Es soll aber die Diskussion auch aufgeklärt werden und eventuelle Ängste genommen werden. Ja, das ist eigentlich etwas, was ich vielfach beobachten, dass die Ängste rum sind, was mir aber irgendwo auch leid tut. Oder? Also, das ist etwas, ich finde, wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele Chancen durch die Digitalisierung. Es eröffnen sich wirklich neue Welten. Also, durch alle Informationen, wie schnell dass die erreichbar sind, wie schnell dass die zur Verfügung stehen und wie wir uns wirklich so ein bisschen von diesen recht langweiligen Tätigkeiten, zum Beispiel jetzt vom Informationen sammeln oder so, können verabschieden und nachher wirklich zu etwas Nächstem gehen können. Ich finde, es ist wirklich fähig, was wir können, was wir für Chancen haben, was wir für Möglichkeiten haben. Und ich möchte den Leuten viel mehr Motivation geben, Freude geben oder so, dass sie sich auch freuen über das, was ist. Und einfach aus dieser Angst, irgendwie, oh, es kommt etwas Neues, es ist etwas anderes, ich möchte lieber nicht. Also aus dem können wir rauskommen. Es ist wirklich grossartig. Und ich finde viel, wenn man ein bisschen zurückschaut, oder? Also, natürlich hat es auch eine Zeit gegeben und eine Welt gegeben, ohne Smartphone. Und vielleicht finden viele, sagen, jetzt sind wir nur noch an diesen Smartphones. Aber die Möglichkeiten, die wir haben mit dem Smartphone, die Möglichkeiten von der Vernetzung, die Möglichkeiten von der Kommunikation, also es ist irrsinnig. Und natürlich tut sich unser Netzwerk verändern. Vielleicht haben wir irgendwie in dieser Beziehung ein bisschen weniger, aber dafür haben wir irgendwie wie drei, vier neue Möglichkeiten. Und also, einfach das als die Chance zu sehen, das finde ich etwas, was ich den Leuten versuchen zu vermitteln. Und ich finde, ich bin absolut fasziniert
von allem, was wir können, von allem, was auf uns zukommt. Und von diesen grossartigen Möglichkeiten von einer Gesellschaft, die zusammen etwas probiert zu erreichen und das eben zusammen digital vernetzt kann machen. Wunderbar, Jonathan Gimmel, alle gratuliert, merci für das Einstiegswort. Ja, meine Damen und Herren, da sind wir mit vollem Elan dabei und starten jetzt mit in den Berner Digital Tag 2021.